Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Transport Inc. Diese Folge hat ja hier nicht so ganz gut geklappt. Beziehungsweise der Anfang hat ja gut ausgeschaut, aber am Ende hat die KI unfassbar stark nachgezogen. Und dem versuche ich jetzt mal entgegenzuwirken. Gucken, was gibt es hier Schönes von London aus. Versuchen wir mal die beiden Strecken hier, jeweils mit einem Bus drauf. Ich denke mal, sowas muss reichen. Oder nicht. Hier. Ja. 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 Dann mal ganz kurz gucken. Nee. Das Problem ist hier oben, England ist eigentlich schon verdammt gut verbunden, was mit der Eisenbahn geht. Deswegen wollen vermutlich die allermeisten Leute auch nur mit der Eisenbahn hier fahren. Das ist mir natürlich umso schwerer macht. Aber wir versuchen das Beste daraus zu machen. Das hier klappt ja schon mal. Ja, nicht wundern, dass sich gerade die Facecam ein bisschen verschoben hat. Ich muss ja. Mir ist nur aufgefallen, dass ich hier die Preise immer schon verdeckt habe. Deswegen. Naja. So, was haben wir hier? Hier haben wir so eins Bus. Und so eins Truck. Der wird nicht voll. Ich denke mal 2 Euro runter, das sollte reichen. Ja, dann versuche ich relativ schnell hier woanders hinzukommen. Zum Beispiel. Was gibt's denn an interessante Länder hier? Hier vielleicht Spanien. Spanien ist aber auch wieder riesengroß. Hier hat es auch wieder eine Zugverbindung. Tschechien? Tschechien hat auch wieder eine Zugverbindung. Graz-Linz. Gibt es da interessant? Das ist eventuell hoffentlich. Graz-Linz. Hier oben Belgien. Belgien hat auch immer gut geklappt. Auch wenn dann. Auch wenn es da eine Bahn dazwischen gibt, aber. Es gab doch immer Interesse zwischen den beiden. Wenn ich mich recht entsinne. Der wird voll. Und der wird voll. Kurz den Preis spielen. Eine weitere Einnahmequelle. Jo, Bus. Das klappt ja gut hier. Perfekt, lassen wir mal so. Sonst noch irgendwas Interessantes hier oben? Ich befürchte, dass hier wieder, dass das den Leuten hier wieder zu langsam sein wird. Ach, passt gut. Nee, nee.
Was wollen die Leute denn so viel zahlen aktuell hier? Das läuft ja. Das läuft. Liverpool, Birmingham, das war auch immer so ein Problempunkt bis jetzt. Ich habe Angst, ich befürchte auch, dass es nicht klappen wird. So. Jetzt doch fast schon Kapazität für was mehr, oder? 20, jetzt kann man 20 abnehmen. Bis der Bus wieder da ist, sind es keine 40. Nein. Die reicht nicht. Wie sieht es mit dem Bankdarlehen aus? Und wir können hier 200.000 nehmen. Vielleicht keine 200, sondern... Na doch. Mach einfach mal. Können wir vielleicht was Größeres kaufen? Ne, können wir nicht. Dann können wir hier noch... Das da. Nee, Quatsch. Hier. Sowas und sowas. Gut aus. Da haben wir aber nichts weiter. Okay. Ja, mit England stehe ich halt, muss ich sagen, irgendwie auf dem Kriegsfuß, weil das hat jetzt schon zweimal nicht geklappt mit England. Deswegen bin ich da etwas vorsichtiger. Kommen 120er Bus. Diese. Das ist das, was ich meine. Den gefällt, obwohl der Bus 120 fährt. Gefällt die Geschwindigkeit vom Bus nicht. Also, das ist. Doch, das ist doch irre. Gut. Das läuft. Birmingham, Norwich. Es gibt halt so viele interessante, spannende Verbindungen eigentlich. Aber England, ja, wie gesagt, ich habe so viele schlechte Erfahrungen mit England in den letzten Folgen gemacht. Dass ich da eigentlich nicht viel dran rumprobieren möchte. Moment mal. Ich hab doch hier gerade Amsterdam. Heia! Ja, dann warten wir mal ganz kurz, dass wir ein bisschen Geld reinkriegen, uns weitere Länderlizenzen zu kaufen. Und dann würde ich nach Deutschland wieder gehen, tatsächlich. Und von hier weiter expandieren. Noch runter die Schweiz. Aber wie gesagt, der erste Plan wäre jetzt erstmal Deutschland. Ich kann doch theoretisch nochmal ein Darlehen auf, aber nur 111.
Das reicht nicht so ganz. Nope, Luxemburg kaufen bringt jetzt aktuell nichts hier. 390. Jetzt könnte ich mit dem Darlehen dahin kommen. Ich glaube, ich warte nochmal, bis ich 200 krieg. Im Darlehen. Dann wird geklotzt. So, genau 200. Und dann kommen wir hier mal die Lizenz. Da war doch hier gleich schon Dortmund. Naja, jetzt gehen natürlich auch die Verträge raus. Da müssen wir dann jetzt ein bisschen warten mit dem Geld. Aber wir sind eigentlich bis jetzt aktuell überall ganz gut. Wenn wir die Zahlen gucken, Lhasa gibt da wieder Gas. Aber Lhasa zum Beispiel verpennt gerade noch so die, die Frachten. Deswegen, ich mache mir schon Hoffnung, dass es klappen sollte. Jetzt müssen natürlich die Fahrzeuge hier auch Profit reinbringen, sonst haben wir ein kleines Problem. Bauen wir hier mal kurz ein Depot auf, danach fährst du mal reparieren. Das muss ich gerade selber noch ein bisschen manuell übernehmen. Weil für einen Manager ist das Geld noch nicht da, aber das passt schon. So, du auch. Depot ist wohl ausgestattet, ja, okay. Dann haben wir mal. Warte mal wieder raus. Ja, weil mal rum, wie sieht's hier aus? Nürnberg, München. Sieht doch spannend aus. Vielleicht eine etwas längere Route mal. München, Lüttich. Ding ist, da gibt's keine so ganz schöne direkte Verbindung, wenn ich das richtig sehe. Ich kann ja mal kurz nachgucken, wie es aussieht. Ob die Leute mit dem einfachen Bus zufrieden wären. Wenn ja, dann gibt es einen Bus. So, was sind eure Erwartungen? 99 Stück. 117 km/h. Ich hab doch
den Stockraub. Upgrade plus 25. Jawohl, das kostet nochmal 5000 extra. Easy. Das kriegen wir hin. Dann machen wir München-Lüttich. Und warten mal eben, bis wir 41.000 haben. So. So einen Bus. Und bevor die Leute unzufrieden werden, direkt ein Upgrade drauf. Wir müssen ja jetzt einsteigen. Genau. Warum ist hier so ein kaputter Bus? Lüttich. Lüttich ist ein bisschen weit weg im Zweifel, aber. Ich meine, Depot kostet ja jetzt nicht die Welt. Ja, abstimmen. Wird abgeschleppt. Perfekt. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss, auf Wiedersehen. Gute Nacht.